Ups. Aufmachen. Der Indien-Garder-Schublade ist was drin. Das weiß ich. Ja, oder auch nicht. Da ist wieder ein Notizzettel. Ah, jetzt liest er wieder. The unflinching African sun has continued to plague our expedition, making it impossible to dig until dusk. How Professor Herbert managed to find the location in these vast plains of nothingness remains a mystery to me. When I asked him about the tomb again, he told me about the legend of Tin Hanan, the mother of us all. An interesting story in its own right, but I can't help feeling there's more. Later that evening, we uncovered a passage beneath the dunes leading to a sand-covered stone structure. The professor was confident it was the tomb we sought and ordered the others to clear the way late into the dark, cold night. Tomorrow, I shall lead the men into the ancient structure, hoping to reach the burial chamber. No matter what the professor is keeping from me, the dig should yield something interesting to take back to London and the British Museum. Okay, das war der erste Teil von irgendeinem Tagebuch. Eintrag haben wir jetzt keinen gekriegt. Leider. Das würde mir nämlich weiterhelfen. Da ist momentan gar nichts. Was ist da denn hier? Oh, da geht's noch weiter. Okay. Was haben wir da? Kataloge. Okay. Eine Tür reicht mir. Und zwar durch die ich hier reingekommen bin. Ah, da liegt, ich glaube, der zweite Teil. Nicht einmal. Hiermit biete ich Alexander, dem Baron von Brennburg, meine volle Aufmerksamkeit und Dienste. Dieser Vertrag ist 3 Jahre gültig und ich werde dann meine Freiheit wieder erlangen. Außerdem empfiehlt Alexander, Baron von Brennenburg, meine Dienste dem preußischen Königshof sowie dem Orden des Schwarzen Adlers. Möge niemand diesen Vertrag brechen. Wilhelm Haus Gerch. Okay. Wieder nichts Wichtiges, leider. Weg damit. Das ist natürlich was Gutes wieder. Ich schätze aber, wenn da mal in einem was drin ist, dann wird er nicht. Oh, leer! Wie geht das jetzt? Wie unfair. Ich hab gedacht, das macht das wieder ganz voll. Naja, wäre auch ein bisschen. Sehr. Übertrieben. Ah, ich brauche das Licht. Der Typ kriegt doch Anfälle sonst. Wie viel von denen habe ich? 15. Jetzt noch. Okay. Ich gehe da jetzt wieder weiter. Ich bin jetzt ein bisschen verschwenderisch, aber wirklich, ich brauche das. Damit der Typ keine Anfälle kriegt. Warum man auch immer diese anzünden soll. Wenn es so dumm ist. Oh, ein schönes Lagerfeuer. Gewandt, super. Weg, da liegt wieder ein Zettel. Hey, ich nehme den Mu und die richtige Schachtel ist offen. Das sind nur Bücher. Okay. Ah, oh, der zweite Teil. 1839. My hands tremble as I write. I feel a need to document my tribulation, for I fear that my memory will fail me if I linger. Today, I took some men and ventured into the dark, ancient passage we uncovered. Our torches burned faintly in the murky air as we slowly made our way underground. The men were superstitious and fearful. They argued loudly, and I felt their strange language getting to me. I mustered my strength and yelled at them to continue down the slopes and broken steps. The crudely carved passage confused me. It looked much older than the 4th century structure we had expected. The twisting path emerged into a great antechamber.
The walls were lined with statues unlike any I'd ever seen. Despite their unearthly quality, I felt a strange familiarity toward them, which haunts me still. At the far end of the chamber, a great slab of stone sealed off whatever lay ahead. I gave the order to raise it, and as I pushed through the narrow space, the heavy stone suddenly dropped, sealing me inside. I was trapped. Ich will den dritten Teil haben. Das ist episch, die Story von dem Typen. Da geht's jetzt wieder weiter. Geh jetzt aber noch vorher in den anderen Raum, der gegenüber war. Da wo Licht ist. Oh. Ein langer Gang. Der mir Angst macht. Der mir... Bin ich eh wieder da. Nett. So ist gut. Auch noch mal was drin. Da ist die Truhe. Die heben wir ins Licht und öffnen sie. Die können wir gar nicht öffnen, oder was? Ist ja gar keine Truhe. Wird immer dunkler, wenn man da drinnen ist. Ich werde mit den Dingen jetzt sparsam umgehen, ich werde jetzt nirgendwo mehr so platzieren. Ab jetzt. So. Sie lässt sich nicht öffnen, es ist abgeschlossen. Was höre ich denn da für eine Geräusche? Das macht mich fertig. So. Gehen wir doch wieder weiter. Fuck, was war das? Also am Anfang hat er mir gesagt, dass die Speichern übernimmt das selber. Also ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass falls ich stirb, ich habe da nämlich einen Hund gehört. Oh mein Gott, ich mag nicht, dass das Monster kommt, falls es da überhaupt Monster gibt. Ah, ich mag nicht. Ich war da voll mir sicher. Komm, in diesem Laden ist nie etwas. Oh mein Gott. Uploadplan, das kommt. Wow! 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 Wow. Ah. Um 21 Uhr. Was ist jetzt los? 17th May 1839. After pounding the unforgiving stone wall for what seemed like an eternity, I realized it was hopeless. I was trapped. I fell to the ground. Gasping for air, trying to focus.
That's when I saw a faint blue shimmer. My weakened body was heavy to carry, but I managed to push myself toward the enchanting light. Licht! It was waiting for me. Enclosed in dark nothingness, I felt myself drawn to the mystic light. I reached out, closing it in my hands. The faint glow escaped my fingers and began to spark brightly and spirit me away, unlocking alien memories of spiraling towers, endless deserts, and impossible geometry. The next thing I can remember is the grating sound of stone being lifted, the voices of the Arabs pulling me to safety, and grasped firmly in my hands was the broken pieces of a most peculiar relic. Coole Geschichte ist es auf jeden Fall. Da haben wir den dritten Teil davon gefunden. Aber ich weiß jetzt nicht, wie wir da wieder zurückkommen. Ich will aber zurück. Ich möchte da jetzt nicht eingesperrt sein oder weiter da. Das Öl ist wieder bald aus. Geh jetzt da rein. Da finde ich wieder das. Da ist nichts. Okay. Nichts Erinnerung. Much of the castle is old and hasn't been tended to for centuries. When the shadow arrives, it won't take long until things start falling apart. We're just buying time anyway. Let's do what we can. There isn't much to be done about the wards. We should reinforce weak structures. The ground will tremble and there's a risk everything will cave in on us, especially downstairs. Here, here, and there. Let's get the servants working on it. Okay. Erinnerung vorbei. So ist gut. Da ist eine Kiste. Oh, das ist eine sehr wertvolle Kiste. Da spielt wieder irgendjemand. Was ist da dahinter eigentlich? Sehr zerbrechlich, aber nicht mit der Hand. Dann muss es da irgendetwas geben, mit dem ich das aufbrechen kann. Vielleicht damit. Tatsache. Oder hier dann wahrscheinlich. You have to be swift when you activate the first one. You hear that? If it stops, you'll have to start over. Isn't all this a bit excessive? You can never be too careful, Daniel. Daniel, mein Name. Oh, da haben wir was. Es gibt eine Art geheimen Mechanismus in der Tür zum Geschichtsraum. Jetzt gleich das Licht ausgehen. Deshalb mache ich da einfach Licht. So. Yes.